Moin Moin ihr Film-Junkies und herzlich willkommen zu der Comic-Review von diesen beiden Comic-Heften, nämlich einmal Deadpool the Duck und einmal Justice League of America, aber Rebirth. Ja Leute, Panini hat mir mal eben zwei Comic-Hefte geschickt, nämlich einmal die beiden hier, habe ich ja gerade gesagt, wie die heißen. Und es ist jetzt ein bisschen länger her, aber die sind schon im Handel. Und wie die jetzt so sind, das sage ich euch nämlich jetzt. Ja, Deadpool the Duck ist auf jeden Fall ein Comicband, der kostet nämlich 12,99 € im Handel und ist nämlich um die Geschichte um Howard the Duck und Deadpool und Rocket Raccoon hat auch noch einen Gastauftritt. Und es ist so ein bisschen, dieses Lustige trifft auf diesen Satire-Enterich und es ist so ein bisschen Wirrwarr, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat schon tolle Zeichnungen. Ja, was kann ich zum Zeichner sagen? Jacopo Carmani, wie er jetzt ausgesprochen wird, hat auf jeden Fall die Zeichnung gemacht. Die sind wirklich sehr gut. Und Stuart Moore hat die autorischen Teil übernommen. Es ist so ein bisschen, wo ich sagen müsste, nicht so ganz gut gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war immer sehr witzig, was schon lustig war. Es ist aber ein Comic, wo ich sagen würde, der baut sich langsam auf und dann denkt man so, hä, was ist denn das für ein Ende? Ist leider sehr schade, weil es wäre dadurch mehr Potenzial drin gewesen, weil die beiden sich halt vermischen und das ist schon sehr lustig anzusehen. Aber das ist halt so, wenn man nachher denkt, so okay, warum das und warum ist jetzt so die Auflösung und der Bösewicht ist einfach auch wirklich dann zu schnell platt gemacht. Es ist einfach echt schade, weil so ein Comic-Heft kostet ja 13 €. Es ist wirklich sowas, wo ich sagen würde, doch schon für die Hardcore-Fans. Deadpool, klar, bringt seine Witze wieder raus. Howard the Duck bleibt hinter den Erwartungen, würde ich jetzt ganz ehrlich so sagen. Und ihr seht hier nochmal, es gibt hier natürlich schöne Artworks hier noch drin, Variant-Covers. Und das ist, ja, der Söldner mit dem großen Schnabel hat das jetzt nicht so gezeigt, wie ich das so gerne gehofft hätte. Aber das kann dafür noch mal ein bisschen mehr werden. Das Gute auf jeden Fall ist ja noch, dass der Band über 100 Seiten hat und es ist auf jeden Fall ein kompletter Miniband. Also ihr müsst nicht da noch mehr Bänder kaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Also nur noch 13 € und dann habt ihr den. Die zweite Vorstellung ist auf jeden Fall Justice League of America. Das ist nämlich die Rebirth-Serie. Diese ist nämlich auch erschienen. Das ist auf jeden Fall die Januar 2018 Variante. Aber kommen wir mal zum Preis. Der Preis belegt sich auf 14,99 €. Und es ist wirklich ein, wo ich sagen muss, eine klare Kaufempfehlung von mir, schon vorweg, weil es kommt Lobo vor, Black Canary, Batman natürlich und das, er bildet halt aus unerfahrenen Erfahrenen sich ein echt doch ganz andere Justice League auf, also Justice League of America. Batman ist halt der Anführer, klar, Batsy, wie er von Lobo auch genannt wird, den Prezi. Gerade der hat echt starke Momente, wo ich sagen muss, geiler Charakter. Einfach. So, ich habe ihn vorher noch nicht so richtig kennengelernt, aber ich muss sagen, danach liebt man ihn noch mehr. Wenn man so ein bisschen das so durchguckt, dann denkt man auch so, okay, cool. Also das ist schon echt krass, was die, das sollte so ein bisschen sein, so eine Parodie am Marvel. Weil die Gegner, kann man sagen, das ist einer ist Dr. Doom, der andere ist halt Dr. Octopus und mehr will ich auch gar nicht verraten, weil sonst komme ich noch zu viel in diese Spoiler-Warnung rein. Und es ist wirklich so, wo ich sagen muss, Steve Orlando, Ivan Reis, die haben da schon was Gutes geschaffen. Es ist wirklich ein spannender Comic, der wirklich schlau, witzig und durch diese ganzen so anderen Sachen alles, so diese Story-Zeichnungen, kann ich sagen, Prädikat, kaufen. Also es ist wirklich auch so die härteste Justice League aller Zeiten, hat Pop'n Comics auch wirklich recht. Es ist manchmal echt blutig und man kann sich da wirklich reinversetzen. Das ist das Wichtigste, finde ich. Und für 14,99 € habe ich echt Spaß gehabt. Man konnte sich eine Stunde da hinsetzen und dann sich vertiefen lassen. Das ist das Wichtigste, finde ich. Und es wird auf jeden Fall weitergehen. Das war nämlich die erste Band. Und das ist wirklich, die X-Men-Rists sind echt lustig und die treffen darauf Hammer. So, also ihr merkt, das andere war so eher durchschnittlich. Das war schon wieder echt gut. Also das war meine zweite Comic-Review. Also ihr merkt, Leute, auf jeden Fall, das andere war eher durchwachsen. Das nehme ich hier und das Justice League of America ist echt eine Kaufempfehlung. Nochmal, zum dritten Mal. Und ich hoffe mal, euch hat meine Comic-Review zum ersten Mal in diesem Jahr gefallen. Und es wird auch mehr davon wieder kommen. Ich hoffe mal, ihr habt da Spaß dran. Der Kanal wird sich so wieder auf die alten Sachen konzentrieren. Es wird wieder mehr Filme geben und so weiter. Aber da wird es nochmal ein Infovideo zu geben. Das werde ich jetzt vorbereiten. Da gibt es nämlich noch ein fettes Gewinnspiel. Und ja, mehr will ich auch gar nicht sabbeln. Ich hoffe mal, ihr habt Spaß an sowas hier und
Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, vergesst nicht auf die Endcut zu gucken, auf die Filmblogger zu gehen, auf Phantomas. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!